Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Bahnfinders. Ja, wie ihr rechts oben am Kontostand seht, ich war etwas aktiv. Ich habe verkauft. Ja, ist jetzt schon die zweite Folge, die ich aufnehme. Ich mache nämlich im Endeffekt seit einer halben Stunde nichts anders, außer diesen kleinen Scheiß hier verkaufen. Wenn hier mal über 300 rauskommt, dann ist es schon sehr schön. Ja, das Problem ist, meistens kommt nicht so viel raus. So, und wir machen jetzt mal den Laden zu. Ich habe jetzt übrigens gedacht, das mache ich jetzt häufiger. Wir spielen in erster Linie nur noch die Missionen. Verkaufen werde ich so ein bisschen offscreen. So, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich so viel Geld gesammelt? Ganz einfach, neuer Job. Studley Rambler will eine Comic-Sammlung haben. Und ich war auch schon dort. Wo sieht man die? Achso, wenn ich jetzt auf Bahn habe, klick, sieht man es. Wir brauchen mindestens 8000 Dollar plus. Ich war schon dort, habe mir das schon angeschaut, habe auch schon eine Folge versucht aufzunehmen, habe dann wieder abgebrochen, weil ich gesagt habe, okay, komm, das Verkaufen mache ich jetzt lieber so. Das interessiert wirklich niemanden, wenn ich eine halbe Stunde im Laden stehe. Ja, so schaut's aus. Also, jetzt hoffe ich mal, dass die 8400 langen. Bei meinen Testversuchen war es mal wieder knapp. Also es könnte jetzt so oder so ausgehen. Vielleicht muss ich noch ein bisschen verkaufen. Probieren wir es mal. Also wir wollen diese heruntergekommene Scheune für mit, oder da drin liegt eine Comicbuchsammlung. Vielleicht sogar noch, wenn es schon so eine Nerd-Scheune ist, eine weitere Shelly. Schauen wir doch mal. Man sieht, die Scheune geht hier schon bei 3000 Dollar los. Die Gebote sind 250, 500. Die werden zwangsläufig noch schneller. Warum läuft denn jetzt schon die Zeit? Das ging vorher nicht so schnell. Du willst mich jetzt aber hier nicht verarschen, oder? Ernsthaft? In meinem Testspiel bin ich hier erst mit 4000 Dollar hergekommen. Danach bin ich mit 6000 Dollar hierher gekommen. Und jedes Mal wurde ich zerstört von den anderen Spielern. Zerstört. 3.750. Das Spiel will mich eindeutig ärgern. Da waren doch jetzt die Außerirdischen am Werk, oder? Ich meine, gut, dann nützen wir die Chance. Ich bin jetzt mal eiskalt. Ich kaufe hier einfach alles. Damit sind wir komplett durchgerüstet. Und wir schauen mal, was wir jetzt hier so finden. Tak, 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 tak. Ach. Ja. Schauen wir mal ein bisschen. Na, bevor ich jetzt anfange, hier wieder alles zu zerhacken, vielleicht müssen wir wieder oben rauf. Gehen wir doch mal kurz hier rechts. Aliens verboten. Zack. Okay. Hier hinten steht bestimmt ein Alien, wenn es schon heißt Aliens verboten. Aha. Ein kleiner Fallout-Bunker. Okay, wir gehen später hin. Wir schauen uns erst die Scheune an. Ich glaube, das ist die Mine. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht mit den Leuten wieder allen geredet. Vorhin hat nämlich Onkel Billy erzählt, dass es hier eine Mine gibt. Das wird wohl die sein. Oh, Staubsauger. Sammelobjekt. Wir wissen genau, für was man den braucht. Kann man doch diese komischen Kanone, Flammenwerfer, irgendwas bauen. Und jetzt der Traktor. Können wir den abschleppen? Yeah, McCorn Traktor. Coole Geschichte. Wir besitzen einen Traktor ab jetzt. Schauen, was der an Dollaris bringt. Was haben wir denn hier noch? Nichts. Okay, da oben sitzt auch irgendwas. Tisch. Nein, die zerhacken wollen wir den mal noch nicht. So, jetzt gehen wir hier rein. Schild, geht da was? UFO? Drücken zum Recyceln. Sehr schön. Ein Skelett. Wir sind schon wieder so weit. Warum zum Teufel liegen hier überall Skelette und Leichen? Ernsthaft, was ist das für ein Spiel? Was ist das für eine Stadt, dass hier jeder irgendwie umgebracht wird? So. Vorhang. Fenster, geht nix. Okay. Was liegt hier? Hat hier nicht gerade irgendwas geleuchtet? Egal. Zack, 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 zack. Vorhang.
Hier hängt jetzt so nichts mehr, soweit ich das sehe. Okay. Kiste. Skelett kann ich nicht verkaufen, oder? Die Zigaretten. Die kann ich schon verkaufen. Na gut, immerhin. So, hier wieder so ein Schild. Hier geht's rauf. Rauf wollen wir noch nicht. Erst gucken wir uns hier um. Hier ist so wenig drinnen. Eigentlich müsste man mit der Schaufel hier rumlaufen, ja? Okay, hier ist eine Nachricht für uns. Oder für wen auch immer. Oh, ein Stuhl. Jakobinischer Holzstuhl. Na gut. Fox, was? Foxl, let me know. Fox LL, let me know. Keine Ahnung. I saw green fireball on the sky. Ah, UFOs. Okay, hier haben wir ein paar. They watching me, okay. Einen Beobachter von aus. Einen, wer ist die Ufologe? Nee, so ein Star Trek Fan-Typ. Nein, nicht Star Trek, oh Gott. So ein Außerirdischer halt, der immer denkt, oh, er wird gleich entführt und sowas. Ja, wenn sie meinen. Cool. Den Betonmischer können wir auch verkaufen. Yeah. Ja, und hätte er mal gewusst, wie recht er damit hat, dass die Außerirdischen schon unter uns sind. Mir ist übrigens heute beim Verkaufen aufgefallen, dass mich alle Leute fast mit vielen Dank, Mensch, angeredet haben. So, jetzt schauen wir mal rauf. Noch irgendwo ein Vorhang. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das alles Außerirdische sind. Alle, die hier mitspielen. Bis auf vielleicht Onkel Billy, ich. Selbst meine Freundinnen sind vielleicht Außerirdische. Frau Gummipuppe und Frau, wie heißt das andere? Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Frau Kleiderständerin. Aha. Die haben die Techno-Musik laufen. Wahrscheinlich eine Bassbox bei uns besorgt. Der schlaue Fuchs ist da. Ist es abgestürzt? Tschüss. So, haben wir noch hier. Nein, hier haben wir anscheinend nichts mehr. Okay. Hack, hack, hack. Fox is on the watch. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt ist der Fox im Kofferraum. Okay, hier kann man rüber an der Seite. Noch mehr. You never find the secret. Mach Bunker. Bunker. Wie spricht man es im Englischen aus? Auf jeden Fall mal Bunker. So, kommt man hier auch noch rüber? Ist hier irgendwas? Nein. Okay, schließen wir das doch erstmal so ab. Sagen wir einfach mal, wir haben alles. Und gehen mal zum Bunker. Also ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass wir wirklich schon hier alles gefunden haben. Weil schaut mal, die Liste ist noch ganz schön lang von dem, was es hier alles zum Finden gibt. Ich schau, lauf noch einmal außen rum. Vielleicht gibt es ja noch irgendwo was zum Graben. Ich meine, hier hinten waren wir noch gar nicht. Nochmal eine Tür. Aber auf den ersten Blick schaut es mal nicht so aus. Stein. Meint man da oben ist vielleicht noch was? Hinstellen? Ja. Kommen wir so schon hier rauf? Ja. Ich denke die ganze Zeit, ich höre hier schon so ein Geräusch wie goldenes Klopapier oder sowas. Nee. Ich glaube, ich habe gerade Halluzinationen. Hier ist nochmal so ein UFO-Schild.
UFOs verboten. Ja, da werden sie sich bestimmt dran halten. Die Außerirdischen. Na gut. Dann gehen wir zum Bunker. Lasst uns den Fallout-Bunker öffnen. Wahrscheinlich sind da keine Außerirdischen oder sowas drinnen. Können wir es zerhacken? Krass. Da sind jetzt so Zombies drin oder irgendwie sowas. They watching me. Ja, wenn sie dich aber beobachtet haben, dann wissen sie auch, wo der Bunker ist. Oh, eine Schleifmaschine oder sowas. Nein, eine. Doch, Schleifmaschine. Ha, try to find the key cards, you stupid aliens. Na gut, werden wir tun, werden wir tun. Noch mehr. Aha. Da war einfach nur ein Schalter drinnen. Sonst nichts. Sonst nichts momentan. Ich will jetzt gerade hier nicht. Ja, hack mal es mal kaputt. Wir wissen ja, wo wir noch mehr finden. Mhm, da hinten geht es wohl auch noch mal rein. Schauen wir mal. Oh, ist da stand irgendwas? Ha, Keycard. Day 9. They called me insane. That's why I've been here for more than a week. It's just me and Mr. Fox now. Oh Gott. Komplett gestört anscheinend. Komplett gestört. Sollte meine neue Freundin werden. Ach so, muss ich die... Kann neu, die andere Karte ich vielleicht hier drüben finden. Was ist denn der für ein Bunker? Also die Amerikaner sind ja, was sowas betrifft, auch in echt wirklich verrückt, gell? Gibt ja Leute, die kaufen sich so Bunker und wohnen da echt drinnen. Jo, was ist das? Hallo? Der hebt das nicht auf. Mobbeglinse. Für die Kamera bestimmt. Kann man wahrscheinlich zerhacken. Ja. Wahnsinn. Und da hinten ist ein Außerirdischer. Da ist ein Außerirdischer. Säge. Okay, also wir haben hier auf jeden Fall schon wieder mehrere Sachen. Weitere zwei Keycards, die wir finden müssen. Ich würde mal behaupten, erst finden wir wahrscheinlich die Keycard für die andere Tür links drüben und ganz zum Schluss erst vier hier. Schauen wir mal, ob ich recht behalte. Oh, ein Booster. Erstmal müssen wir jetzt hier eine Keykarte finden. Jock, 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 jock. Ich hätte Shelly mitbringen sollen. Die hätte mich wenigstens ein bisschen ablenken können hier bei der Mistarbeit. Oder für was habe ich denn Onkel Billy eigentlich? Er kann doch hier die Sklavenarbeiten machen. Und da haben wir eine blaue Karte. Hellstorm-Rucksack. Oh Gott. Hier noch so ein Bohrmaschine oder sowas. Warum ist immer noch so viel Zeug hier? Wahnsinn. Also gefühlt haben wir jetzt hier alles. So, ich nehme mal an, falsche Karte. Ja. So, dann gehen wir mal hier rüber. Schon wieder they watching me. Tag des jüngsten Gerichts. Oh. Kann man nicht hacken? Nein. Das kann man hacken.
Also wir brauchen auf jeden Fall noch eine weitere Schlüsselkarte. So, können wir jetzt hier aufmachen? Ja. Aber es fehlt noch eine weitere Schlüsselkarte. Kommen wir da irgendwie rauf? Also wenn man geduckt ist, kann man auf jeden Fall mal nicht springen anscheinend. Was haben wir denn hier? Ja, ich wette, das brauchen wir. Ich wette, da müssen wir hin. Wahrscheinlich können wir das jetzt nicht ausdrehen, weil ich hier schon wieder alles kaputt gehackt habe. Ich glaube, drehen müssen wir es auch gar nicht. Wir müssen einfach nur wahrscheinlich darauf. Und ich habe alles kaputt gehackt. Man sollte es einfach nicht tun. Ich habe schon öfter gesagt. Oh, ging. Ging. So. Day 75. There is proof that our planet has been and still continues to be visited by extraterrestrial life. But until we are able to capture and study them, the question will remain. Do aliens really exist? And why do they need so much moonshine? Das gesehen, überall ist ein Alien mit drauf. Hier im Hintergrund. Ja. Dann am Mond, wo sie mit reinsteigen. Ah, hier, nächste Keycard gleich mal gefunden. Sehr schön. Immer so einen Pornosessel. Ah, den hätte ich mitnehmen sollen für Shelly. Mannequin, so heißt übrigens das andere. Ach, wir haben ja gleich zu, bevor ich wieder alles kaputt hau. Hier meine Keycard. Oh Gott. Oh, guck. Cola-Cola-Automat. Cool. Samurai-Schildkröte, die nehmen wir auch mit. Beugen, runtergefallen, kaputt. So, hier kommen wir so rein. Ein Klo, natürlich. Für mehrere Leute, natürlich. Weil, gestörten Barbara, will hier mit 15 Männern einziehen oder so ähnlich. Frag mich nicht, wie ich auf den Namen komme. Ich habe auch nichts gegen Barbaras. Ist mir einfach jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Hat sie sich ganz schön mit ihrer Schaufel hier durchgebuddelt. Oder mit ihrem Löffel oder was auch immer. So, nächste Keycard haben wir auf jeden Fall. Muss ich hier wohl oben rein irgendwo? Ich hoffe mal nicht. Dann hauen wir alles kaputt. Nicht, dass hier noch irgendwo eine Keycard oder irgendwas drunter versteckt ist. Nein, okay. Dann, hier kommen wir so rein. Hallo Gitarre. Sind wir schon bei The Last of Us angekommen? Huch, Schreibmaschine. Bild. Hässliches Bild vor allen Dingen. Dok, 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 dok. Was liegt hier alles? Was liegt hier alles? Ist ja echt. So, die amerikanische Fahne. Komm, zack, zack, zack. Ach, die kann ich wieder nicht zerhacken. Amerikaner. Okay. Ich schätze mal, das war's. Zack, zack. Na, geht nicht. Dann probieren wir mal. Blau-Gelb. Wo haben wir dann? Hier haben wir doch was Gelbes. Ja. Oh Gott. Okay, hier ist auf jeden Fall die nächste Karte. Day 189. Yesterday, Mr. Fox was contacted by a secret space fleet. Die Karte ist für den Kitchen Room.
They should be able to rescue us. Mr. Fox also likes to hide our key cards just for fun. Such a character. Oh, wir können die ganzen Bilder hier verkaufen. Moneda. Oh, nee. Echt? Okay. Ein bisschen mehr zusammengefasst wie Müll. Ja. Ihre Monetas, Monetas, Monetas. Noch eine Keycard. Day 256. The space fleet never came. I'm willing to go outside. Naked, but not afraid. Maybe I can see the sun one more time. Alles baue ich hier ab. Ich hoffe, die Frau bekommt... Ist dann die Frau das Skelett da oben? Schade, dass das alles nur so wenig Geld wert ist. Aber es läppert sich. Es läppert sich. Das ist eine neue Packung Kondome für mich und Shelly. Ich glaube, Miss Mannequin kann nicht schwanger werden von mir. Aber Shelly bin ich mir nicht so sicher. Also, wir haben hier schon mehrere Packungen Kondome zusammengesammelt. Wären viele Nächte mit Shelly. Die schläft immer mit offenen Mund und wir alle wissen, dass man durch sowas schwanger werden kann. So. Ich hoffe, wir haben alles. Ich hoffe, wir haben alles. Glück, 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 Glück. Okay, weiter geht's. Grün. Das ist also die Küche. Okay. Kaffeemaschine. Nehmen wir mit. Toaster. Nehmen wir auch mit. Messerblock. Nehmen wir auch mit. Boah, cool. Hier finden wir jetzt jede Menge Sachen. Hier ist die nächste Keycard. Day 244. Today, Mr. Fox was very sick. Symptoms of diarrhea, dehydration and fecaloid vomit. During our sleep, they poisoned our food with their neurocognitive neural weapons. But we don't need food. Our genes are strong, like Dad used to say. Er stand gerade irgendwas vom Spaghetti-Monster. Wer es nicht weiß, Spaghetti-Monster, und das wird wirklich geglaubt. Es gibt, ich glaube, auf Jamaika ist es. Die Pastafaris, nein, nicht die Rastafaris, sondern die Pastafaris. Also das mit Jamaika weiß ich jetzt nicht ganz sicher, ob das von den Rastafaris irgendwie abgeleitet ist. Auf jeden Fall gibt es die Pastafaris, die glauben an das fliegende Spaghetti-Monster. Unnützes Wissen mit Dragna. Herzlich willkommen! So... Haben wir schon wieder alles. Langsam leert sich auch die Gegenstände. Übrigens, wie ich in den Kommentaren gelernt habe, das heißt nicht Gegenstände links, das heißt natürlich Gegenstände left. Wie Gegenstände übrig und nicht wie links. Ich sage auch immer links, weil da links steht, aber es ist einfach nur die falsche Übersetzung. Sehr geil eigentlich. Ach, das ist das Comic. Ah, das ist das Comic, was wir brauchen, glaube ich. Ja, alles sauber hier. Also sie hat sich schon gut um ihre Klos und so gekümmert. Das muss man jetzt schon mal sagen. Was steht hier? Can't. Ja, manchmal kann ich auch nicht. Ist halt mal so. Da steht auch noch was. They want to steal my comic. Ja, habe ich schon gemacht. Habe ich schon gemacht. So. Letzte Tür. Schauen wir mal, was hier drin ist. So, zwei, drei Gegenstände fehlen wahrscheinlich. Ich sage nicht, das ist jetzt ein Ausgang. Wir brauchen noch zwei bis drei Gegenstände. Bondage-Seil muss natürlich mit von der Partie sein. Ist ja klar. Ohne ist es unlustig. Hier war das Gleitgel.
nichts mehr versteckt. Okay. Zack, 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 zack. Wieder vielleicht aufpassen ein bisschen mit den Hacken. Also so Kleinzeug ist ja wurscht. So, da ist bestimmt was drinnen. Ja. Der Cosmo-Rucksack. Oh, ich habe gesagt, aufpassen mit dem Zerhacken, nicht drauf loshacken. Ein Schlüssel. Es wird immer interessanter hier. Also großes Lob an die Entwickler. So viel Schwachsinn muss man sich erstmal einfallen lassen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich, da muss man erstmal drauf kommen. Wirklich genial gemacht. Na, da war nichts mehr. Klopapier. Wir sind abgesoffen beim Retten des Klopapiers. So, das hätten wir. Jetzt sitzt hier noch irgendwie weiter. Nein. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das schaut nur so aus, oder? Oh, so, das so. Das ging jetzt mal gar nicht. Nein. Ich glaube nicht, dass es hier noch weitergeht. Dann gehen wir wohl mal raus. Vielleicht liegt ja da noch irgendwo was. Kann natürlich auch sein, dass wir wieder irgendwo was übersehen haben. Soll ja möglich sein. Ich habe zwar Adleraugen, oder wie heißt das kleine Viech, das unter der Erde lebt? Oh, H2O Booster. Aber jetzt nicht zufällig der letzte Gegenstand? Nein. Ganz im Gegenteil, die Liste ist wieder kurzfristig nach vorne gegangen. Vergrabene Sachen zählen also nicht mit. Das ist auch interessant. Auch interessant. So, hier sind wir wieder. Heißt aber, wir haben irgendwo irgendwas übersehen. Und es kann jetzt überall sein. Es kann in der Scheune sein. Kann aber auch im Bunker sein. Und ich halte es tatsächlich im Bunker für wahrscheinlicher. Deswegen schauen wir jetzt trotzdem nochmal hier durch. Okay, so Kleinigkeiten haben wir öfter übersehen. Aber wahrscheinlich haben wir eben keine Kleinigkeit übersehen. Skelett war es ja nicht. Aber gesagt, können wir nicht mitnehmen, nein. Ich glaube, hier oben haben wir nichts übersehen. Boing, runtergefallen. Hier irgendwas vielleicht? Nein. Hier war ja der Fuchs auch. Ja. Nee. Ich glaube, hier haben wir nichts. Hier haben wir nichts übersehen. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir ziemlich sicher. Den Traktor haben wir. Es kann auch nichts Vergrabenes sein, wie wir wissen. Das heißt, ich muss nochmal durch den Bunker durch. Hier geht es entlang. Wenn ich vorstelle, dass es hier irgendwas ist. Versteckter Gegenstand, wo bist du? Wahrscheinlich bin ich wieder direkt davor gestanden und habe es vielleicht auch nicht als aufnehmbarer Gegenstand identifiziert. Kann natürlich durchaus sein. Halte ich durchaus für möglich.
Okay, aber hier... Hat es hier gerade geblinkt? Nein. Seil. Ein Stück Seil. Wo ist es wohl? Zack, zack, zack. Nein. Ah, vielleicht das Teil hier. Nein. Muss wahrscheinlich als Deko-Objekt hier bleiben oder so ähnlich. Die Wand auch nicht. Das Teil. Nein. Hier. Nein. Wer hat die Tür zugemacht? Nein, 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 nein. Das da. Nein. Also ja, aber nein. Hier. Hier, nein. Okay. Am Klo. Dusche. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ah, das waren die Klos, genau. Vielleicht in den Klos irgendwas versenkt. Schaut nicht so aus. Die Klobrille hier vielleicht. Nein. Das Schild? Komische Geräusche sind hier auf jeden Fall. Nee, hier ist auch nichts. Die Karte? Nein. Auch nicht. Waren wir jetzt hier schon drin? Nein, ich glaube nicht. Hier dazwischen? Nein. Hallo, Gegenstand. So eine Fahne? Nee. Die Fahne? Nein. Klimaanlage? Nein. Küche? Hier oben. Nein. Abgashaube, Abzug, Dunstabzug, Ofen. Nein, 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 nein. They're watching me. Ja, weiß ich schon. Nein. Ich sehe nichts. Achso, und so wäre eh schon wieder fertig, oder was? Es geht hier raus. Wahrscheinlich hängt es wieder irgendwo. Oder vielleicht doch noch irgendwas hier. Es schaut ja hier hinten so aus, als wenn da noch ein Vorsprung wäre. Und hier auch. Warum schaut er so aus, als wenn man da vielleicht von der anderen Seite irgendwie rankommen würde? Boah. Okay, man kann nicht so knapp hier drüber springen, wie man das vielleicht hoffen will, ne? Also entweder ich bin wirklich zu doof zum Springen. Ah, irgendwie... Nein. Okay, jetzt komme ich nicht einmal mehr zurück. Ah, ich glaube, das liegt am Spurten. Entweder man spurtet... Nee, doch nicht. Okay. So. So.
Da werden wir wohl unverrichteter Dinge voll gehen müssen. Schade. Geht's hier noch irgendwo rauf oder so? Vermute mal nicht. Vermute mal. Ach, hier. Hier geht's noch rauf. Hier noch irgendwas. Hallo? Ich kacke euch auf den Kopf. Nee. Aber hier liegt nichts. Also wirklich gar nichts. Okay, hier kommt man dann nicht mehr weiter. Nee, hier kommt man nicht mehr weiter. Ich weiß, bin mir auch gar nicht sicher, ob man überhaupt hier oben sein sollte. Schaut mir eher so nach dem Kartenrand aus. Okay, das war's hier. Wahrscheinlich liegt jetzt hier irgendwo noch ein verbrauchtes Kondom oder sowas. Und das ist dann... Oh oh. Oh oh. Nein. Ich glaube, ich stecke. Nein. Nein. Ja, ich wusste es, man hätte hier oben gar nicht sein sollen. Oh, 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 ich befürchte Böses. Nein, jetzt muss ich alles nochmal machen. Okay, Leute, ihr habt die Folge zumindest soweit gesehen. Ich werde das Offscreen nochmal spielen. Die Folge ist eh schon bei 37 Minuten. Aber ich habe jetzt mir vorgenommen, ein so ein Gebäude oder eine so eine Karte für eine Folge. Deswegen, ihr habt es gesehen. Ich mache das Ganze Offscreen nochmal. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Servus. Eine noch kurz nachträglich eingeschnittene Information. Ich musste zum Glück vom letzten Savegame, oder ich musste leider... das letzte Savegame laden. Allerdings hatte der den gesamten Fortschritt gespeichert. Die Anzeige rechts oben war nur noch ein einziges Objekt und das war genau vorm Haupteingang. Ein Schaukelstuhl. Wahrscheinlich 8-mal dran vorbeigelaufen und drauf geguckt, nicht gesehen. So, das war's jetzt wirklich. Bis zur nächsten Folge. Servus.